In der Schule war Mathematik für die meisten ein Graus. Hier auf der Badenmesse können kleine und große Besucher Mathematik von einer ganz anderen, spannenden Seite kennenlernen. Bei der Ausstellung Mathematik zum Anfassen des Mathematikums Gießen können die Besucher an 20 Exponaten Mathematik interessant und spielerisch erleben. Das absolute Highlight hier beim Mathematikum ist die Riesenseifenblase. Da stellen sich die Kinder rein, ziehen einmal kräftig und dann sind sie komplett mit der Seifenblase bedeckt. Als nächstes ist dann der Knobeltisch sehr beliebt, auch bei der Erwachsenen. Total, fangt mal einmal an, kommt nicht mehr raus, jedes Alter. Da gibt es hauptsächlich Pyramide. Also wir haben von 6 Beispielen 3 Pyramide zum Bauen. Einmal aus 2 Teile, aus 4 Teile und Kugeln, dann die Leonardo-Brücke, die auch die Freiburger vom Mundenhof kennen, die ist hier zum Nachbauen da, das ist auch ein super Highlight. Und die Leonardo-Brücke ist in sich stabil, das heißt, man kann die zusammenbauen ohne Nagel, ohne Schrauben, ohne Mutter, einfach zusammenstecken und dann kann man die belasten. Und das nächste, was auch sehr gut ankommt, das ist der Satz des Pythagoras, den man sich hier bildlich veranschaulichen kann. Nämlich, da sieht man, wie aus den 2 kleinen Flächen, also Quadraten, ein großes wird. Und kann das dann mit einem Dreieck abgleichen, wo man die Hypotenuse und die 2 Katheten sieht. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.